4,1 Millionen Milchkühe leben in Deutschland. 26 Milliarden Euro Umsatz macht die größte Milchindustrie in der EU. Doch wie geht es eigentlich der Kuh? Fragte Investigativreporterin Katrin Langhans und stellte fest, die Datenlage ist dünn. Es gibt kaum Studien. Wir wissen zu wenig über die Milchkuh, aber das, was wir wissen, deutet darauf hin, dass es der Milchkuh leider im Schnitt nicht besonders gut geht. Für ihre SZ-Reportage bis zum Umfallen besuchte die Journalistin eine Tierkörperbeseitigungsanlage, wo tote Kühe entsorgt werden. Da könnte der Staat sagen, hier schaue ich ganz genau hin, von welchen Betrieben kamen diese Tiere und was ist da eigentlich los? Liegt es am Management? Liegt es an der Haltung? Aber all diese Daten nutzen wir nicht. Langhans interviewte Veterinärmedizinerinnen und Forscher, machte sich ein Bild vor Ort. Es gibt Betriebe, da lahmt keine einzige Kuh. Und es gibt Betriebe, da lahmen bis zu 78% der Kühe. Ein Landwirt in Niedersachsen und einer in Bayern öffneten ihre Stalltüren. Ihr Motiv? Die Landwirte handeln ja überhaupt nicht böswillig. Also die Motivation der Landwirte, mich in so einen Stall zu lassen, ist auch ganz klar, dass sie sagen, wir würden uns gern noch besser um die Tiere kümmern. Der wirtschaftliche Druck ist enorm. Die haben ja auch ihre Buchhaltung geöffnet, dass ich mal reinschauen konnte in die Zahlen. Und der Punkt ist einfach, wir müssen mehr für Lebensmittel zahlen in Deutschland, für tierische Produkte. Anders geht's nicht.